seid gegrüßt, meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift für euch, für heute und zum Sonntag. Und in Psalm 18, in den Versen 38 bis 51 steht geschrieben: Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ich will sie zerschmettern, sie sollen sich nicht mehr erheben. Sie müssen unter meine Füße fallen. Du rüstest mich mit Stärke zum Streit. Du wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben. Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen. Sie rufen zum Herrn, aber er antwortet nicht. Ich will sie zerstoßen zu Staub vor dem Winde. Ich werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen. Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes und machst mich zum Haupt über die Völker. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren. Söhne der Fremde müssen mir schmeicheln. Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Vergeltung schafft und zwingt die Völker unter mich, der mich errettet von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir vor dem Gewalttäter. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Völkern und deinen Namen preisen, der seinem Könige großes Heil erweist und wohltut seinem Gesalbten. David und seinem Samen ewiglich.
meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Das war wieder ein wunderbares neues Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch, für heute und zum Sonntag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.